Servus Leute, wir sind wieder zurück, Davis X, Woody, auf mit jeden einem Fall. Neuen Projekt von uns am Start. Heute gibt's noch was anderes. Ein XXL Opening. XXL Opening. Ghost from the Past 2. Und Rage of Ra. Rage of Ra. Hier seht ihr die ganzen Packs. Wir haben einiges eingekauft. Also vorne, oh, vorne sind die Rage of Ra Packs, hinten dran sind die Ghost of the Past. Ghost from the Past. Kann man auch mal ein bisschen zeigen, genau. So. Ein bisschen besser zeigen. So sehen die Packs aus. So sehen die Ghost aus. From the Past ist noch gar nicht so lange draußen. Seit dem 5. Mai ist das draußen. Genau. Also das könnt ihr euch jetzt auch bestellen, falls ihr neue Ghost Rare Karten ziehen wollt. Ja. Wenn ihr Glück habt. Wir hoffen natürlich heute, dass wir welche ziehen. Ich hoffe. Bin gespannt. Wir ziehen gute Puls hier raus. Die hat schon ein paar geöffnet und tatsächlich schon was gezogen. Ja, aber das kommt später. Da wolltest du mir später erzählen. Ich zeig die später. Okay. Soll eine Überraschung bleiben. Okay, dann geht man den ganzen lang rum und fangen mal direkt an. Ich würde sagen, wir... Also er öffnet jetzt diese Ghost from the Past und ich öffne die Rage of Ra's, hätte ich gesagt. Genau. Genau, so wir wechseln immer nach Dreier-Schritten. Ich öffne jetzt drei, er dann drei. Genau, so machen und wir. Und so würden wir dann jetzt fortfahren. Jupp. Yep. Dann fange ich mal an, ne? Fängst du mal an. Let's go. Oh je. Yeah. Was jetzt? Ich hoffe... Gleich das erste Pack. So. Was haben wir denn da? Wir haben ein Sternenbrecher. Aber ich kann es, glaube ich, noch heller bearbeiten, vielleicht. Ja. Das Zuflucht im Himmel. Okay. Oh, den habe ich schon. Nummer 38. Mhm. Und die letzte ist Mystischer Sand. Das ist eine Oldschool-Karte, ne? Das ist eine Oldschool-Karte. Hat die einen Rare? Oh ja, die sind alle Ultra-Rare. Ja, stimmt, die sind alle Ultra-Rare. So, nächster. Müll räumen wir mal ein bisschen zur Seite. Mit Haufen Zeug. Das wird ein Full. Okay, es geht weiter. Öffnen Sie so. Hela. Aber die Namen sind immer so schwer, ne? Geistertrick, Mumie. Auf solche Namen kommt er. Ist echt so. Was ist das denn? Niederträchtiger Cyber-Endrache. Ja, von den Cyber-Rachen halten wir natürlich nichts. Weil es nimmt schon wieder GX. Das DD, auch richtiger Scheißdreck. Und die größte Pisse, die es überhaupt in diesem neuen Yu-Gi-Oh! Gibt. Bis jetzt noch keine Zombie-Karten. Die Zombie-Karten hätte ich gerne. Wenn ein Zombie-Deck haben. Also es wird auch in Zukunft werden, ihr seht ja dieses Spielfeld gerade, diese Unterlage hier. Genau. Da werden in Zukunft auch Duelle stattfinden. König der Puppen. Motorhüllen. Wanderer König Wildwind. Wildwind. Da ist eine Zombie-Karte, die hebe ich schon mal auf. Okay, eine XYZ-Karte. Und Reiser. Okay. Das waren die ersten drei Packs. Ich würde sagen, du bist dran. Ja. So Leute, jetzt bin ich dran. Jetzt kommt Rage of Ra. Das erste Pack. Wir brauchen Glück, wir brauchen eure Unterstützung, Leute. Ja. Das brauchen sie wirklich. So, wie haben wir denn den Spielmarkenansturm? Wunderschön. Weglord, ja, wunderschön. Ja, genau. Gehirnkontrolle. Yeah. Das ist doch so eine wunderschöne OG-Karte. OG-Karte. Kein Rare. Und jawohl, lala. Super. Das war ein super erstes Pack. Schön war's mit dir. Gehen wir weiter zum zweiten. Wenn wir da jetzt echt nichts draus ziehen, würde ich sagen, Rage of Ra ist gegessen. Ja, dann lassen wir das echt. Weil wir haben schon mal Rage of Ra gekauft, aber auch fast nur Schmutz drin. Ja. Also dann ist es echt schwer, dann den Ra rauszuziehen. Metallisch, ja, reflektierender Schleim, Maclord, was auch immer. Gedankenkontrolle, war die gut? Ja, kann man sich hier immer mal durchlesen. Maclord, jawoll, da geht genauso schmutzig weiter wie vorher auch. Habe ich schon fast gedacht. Aber jetzt kommt die dritte. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt kommt der Ra. Ich spüre ihn. Du spürst seine Macht. Seine Macht ist... Du bist derjenige, der ihn erweckt. Ich bin derjenige, der ihn vielleicht... Komm, erwecke ihn. ...unter Umständen erweckt. Was ist das denn? Das ist voll, ja. Sei mega, Cyber. Ja, was ist das für eine? Sei Lump. Würde so einen coolen Moment machen, deswegen aus der Maschine. Hm. Aber super rare, ne? Was ist das für eine? Aber hatten wir auch noch nicht. Aber
Das war es auch schon mit meinen drei Packs. Das Server da liegen. Ja. Da ist dann mein Startens. Es geht weiter. Es geht weiter. Ich bin dran. Woody ist dran. Und jetzt bitte Konami gönn. Konami gönn. Ich brauche deine Liebe, Konami. Herz der Karten, sei am Start. Herz der Karten, Vertrag mit der Lehre. Alles klar. Geht gut los. Fossilienmaschine, Totenkopf. Okay. Ein paar Fusionsmonster, nicht schlecht. Hexer. Geistertrick. Geistertrick. Und ein Elementarheld, Neos Kluger. Mhm. Okay. Aber bessere Karten als im Ghost from the Past 1. Finde ja, ich. Bei Ghost from the Past 1 hast du ja nicht so ein nices Zeug gezogen. Also da ist schon geilerer Stuff dabei. Ich glaube auch, dass das besser ist. Da kann ja auch noch schwarzer Magier und so drin sein, oder? Nee. Ah nee, das war nur beim ersten, okay. Die sind nicht mehr dabei. Oh, den brauche ich. Wichtige Karte. Das ist ein Zombie. Zombie. Gut. Lunderpatrouille, Schiff, Morg. Sandechse. Sanexe. Und. Oh mein Gott! Was? Er hat ihn gezogen! Ich hab ihn gezogen! Er hat ein Rotauge! Ich hab den Rotaugen! Bruder, pass auf! Alter! Oh mein Gott, ihr guckt seht euch ihn. Das an, ey, Bruder! Was ist Bruder. Los? Heftig, Bruder! Warte, wir müssen aufpassen! Scheiße, gleich einhöhlen! Guckt euch an, wie er glänzt! Gleich einhöhlen! Leck mich am Arsch, Bruder! Bruder, was hab ich für Displays gekauft? Feierabend! Oh mein Gott, Bruder, ist er. Lass ihn zeigen nochmal, Digga. Alter! Oh mein Gott, Bruder, und er hat keine Printlines. Er hat nichts. Er ist so clean, Digga. Er ist richtig clean. Gibt euch wie heftig der aussieht, Digga. Er ist. Boah. Alter, der ist so. Worte, Bruder. Er ist so schön. Bruder. Ich dachte, es wäre der Weise im ersten Moment. Bruder, ich bin fix und fertig, Alter. Was habe ich für Displays gekauft? Yo, Leute, was geht hier ab? Ey, ich habe wirklich Leute gesehen, die haben nichts gezogen, ne? Krass, Alter, was hast du für Displays bekommen? Shit, und wir haben noch. Wir haben noch, Alter. Wir haben Bruder, noch ist, so viel. Digga, das ist das vierte Pack und du ziehst einfach ein Rotauge Ghost Rare. Was denn hier kaputt, Digga? Es geht weiter. Schattenkraft brauche ich. Wichtig. Okay. Wichtig und richtig. Vollstrecke der Unterwelt. Auch wichtig und nichts. Oh, das war die nicht die letzte Karte. Okay, trotzdem nichts. Ach du Scheiße. Bruder, das ist jetzt schon ein Highlight des Abends. Ach du Scheiße, Bruder. Waren das schon alle drei? Das waren schon alle drei. Ah ja. Holy fucking shit, Digga, Bruder. Okay, also Leute, es geht weiter. Jetzt bin ich dran mit drei weiteren Rage of Grass. Fuck, Alter, ist der krass. Ein grimmiger Drache, dessen Angriff tödlich ist. Vor allem wenn er Ghost Ray ist. Vor allem wenn er Ghost Ray ist. Cheat. Kranker Scheiß. Ich konnte es nicht fassen. So, also bei mir wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen hier, weil nur der Rotz kommt und Ras Schüler, ja, den habe ich auch schon mal gezogen. Aber ich bin zuversichtlich, wir kriegen noch den Ghost Ray. Das wäre natürlich heftig, aber wie gesagt, bei mir ist es ein bisschen unspektakulär. Ich mache es einfach hier so ein bisschen den hier, ne? Weil größtenteils ist hier echt nur Rotz drin. Vielleicht darf ich nicht zu denken. Nee, darfst du nicht. Du darfst zu negativ reingehen. Negativ nicht. Ja, aber leider bin ich es halt vom letzten Mal gewohnt. Und dann guckt, dann kommt. Oh, Makyu. Oh, der ist ein. Makyu war der Zerstörer, den habe ich noch nicht gezogen. Der ist nicht schlecht. Aber ihr müsst euch das überlegen: in diesem ganzen Rage of Ra gibt es halt nur eine einzige Ghost Rare Card und das ist Ra. Sehr schwierig zu ziehen. Also die generell gibt es wenige Super Rare Karten oder überhaupt Rares. Doch. Ja, der uralte Xang ist auch schon viel wert. Du hast ja auch den Götterschwein gezogen. Den habe ich auch in Super Rare, ne? Ultra Rare. Ultra Rare. Auch 50 Euro wert. Das ist richtig. Oh mein Gott, das ist so Feierabend. Feierabend. Hey, mal. Ja, die. Das musst du näher rangehen, dass sich fokussiert. Ja, jetzt fokussiert sie. Ui! Was haben wir denn da? Der richtige Name. Deklariert einen Kartennamen. Sieht cool aus, aber. Ein göttlich Monster. Ist auch für Göttermonster, ja, aber ist schwierig. Schwierig zu ziehen. Okay, das war's auch schon wieder bei mir. Das war jetzt noch ein weißer Krieg, da. Warte, war da noch, ja? Ne, da war nichts mehr.
Digga, das wäre zu krass. Es geht weiter. Oh, wieder ein Zombie. Oh, Hela. Die hatte ich schon mal, ne? Ich glaube, die hatte ich schon mal. Hast du schon mal gezogen? Ja, kann sein. Okay. Auch ein Geistertrick. Nee. Diese fokussier doch Kamera. Was ist los mit dir? Ja, ist echt so. Fokussier doch mal anständig. Okay. Dieser Moment, wo du den gezogen hast, hätte ich den mal angucken. Ja, scheiße, dass die Kamera runtergefallen ist. Ja, Bruder, du bist so sehr ausgerastet. Ja, Bruder, ich konnte es nicht fassen. Was? Digga, ich kann es nicht fassen. Was ist das jetzt schon wieder? Du darfst nur dafür... Bruder, ich Feierabend. Feierabend. Hä, wieso ziehst du so viel Scheiße? Feierabend. Was Bruder. Ist denn hier los? Was? Oh Gott. Bruder, Feierabend. Es ist so Feierabend. Den wollte ich auch. Oh mein Gott, was hab ich gezogen? Was ist los bei ihm? Leute, das ist echt kein Scherz, ne? Der hat die ganzen Displays gekauft und zieht einfach nach 3 Packs wieder eine neue Ghost Gem. Hä? Alter, was ist hier los? Bruder. Zeig mir den mal. Bruder, was ist denn hier kaputt? Leute, gib mir mal mein Deck. Gib mir mal mein Deck. Magier-Deck. Magier-Deck. Ach, Magier-Deck. Ach, jetzt willst du die anderen zeigen, ne? Leute, es ist wirklich kein Scherz. Mal so es ist kein Scherz, ne? Es ist wirklich, Leute, kein Scherz. Ich habe jetzt die gezogen. Er hat einfach schon 3 Ghost Rares innerhalb von wie viel Packs? Ich glaube 20 Packs. 20 Packs? Ich habe die schon gezogen am Donnerstag. Am Donnerstag habe ich die gezogen. Und jetzt zieht er einfach noch... Ach du Scheiße, Digga, was ist denn hier los? Bruder, ich muss dringend los, Alter. Aber jetzt könnte ich dir dann wirklich verkaufen. Jetzt könntest du aber echt, oder? Ja, ja. Alter, Bruder, ey, den 3 Karten hast du alles wieder reingeholt, Digga. Bruder, mehr. Alles wieder. Wie viel ist der wert? Der da? Ja, nee, der Bewaffnete. Ich glaube auch so 200. Bruder, das ist krank, Digga. Das ist so bescheuert. Was ist los, Digga? Ich mach mal weiter. Er hat die ganzen Karten zusammen, Digga. Was ist hier los? Mach mal weiter, Digga. Du hast ein Glück wie Sau, Digga. Was ist los? Ich mach weiter. Dass die mal da oben stehen, rampelig. Warte, das sieht cool aus, wenn die so auf diesen Feldern sind, Bruder. Bruder, ich bin feierlich. Ja, diese Felder verdient, Alter. Ich bin so glücklich. Ich bin absolut fertig, Bruder. Ey, Bruder, was ist hier los? Ich hab die krassesten Packs geholt auf der Welt. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen YouTuber ablief. Ich hab geguckt. Hast du viele angeguckt? Die haben nichts gezogen. Nichts gezogen? Der Deutsche oder? Ja, auch. Bruder. Die haben höchstens mal eine gezogen, Bruder, weißt du? Ey. Digga, Leute, was ist der Chor im Himmel? Ich kann immer, Leute, ich kann echt immer. Ey, bin fertig. Ich bin absolut auch fertig, Digga, ey. Das. Weißt du, vor ein paar Tagen habe ich noch gesagt, ne? Ja, Wahnsinn. Ich hab mir auch gedacht, so was passiert jetzt, wenn du wirklich nichts aus diesen Packs ziehst, Digga? Das ist ja dann. Oh mein Gott, Bruder. Das ist aber schon mehr als du erwartet hast, ne? Genau. Bruder, 3 Stück! Bruder, ich kann immer. Ich trau mich nicht, ey. Zuzugucken, bevor du noch die nächste ziehst. Ist fertig. Oh, scheiße, Digga. Ich bin so ein Zitter, Bruder. Eins hast du noch. Eins hab ich noch. Ich hab noch über 100, Bruder. Ja, ich meine jetzt für die Runde, meine ich jetzt bedanke. Alter, es ist krank. Scheiße, das Pack geht nicht auf. Ruhig dich. Trink mal was. Zwischendurch. Gleich, Bruder. Ey, ich bin fix und fertig. Den wollte ich unbedingt, ne? Der hat so einen kranken Effekt. Was hat der? Ich kenne den auch, ne? Ich kann gleich der mal ist auch OG, ne? Ich kann gleich mal vorlesen. Ich kenne den doch auch. DD. Schmutz. Kessel der Leere. Schmutz. Alles ist gut? Nee, ich brauch mal gerade Runde. Okay. Seltsam. Oh, der! Seltener Fisch. Der ist OG. Der ist OG, ne? Ja, den kenne ich noch. Und. Okay. Ich lese dir mal vor, was der so kann. Was der kann, ja, ich. Kann nicht als normal beschworen oder gesetzt werden, muss als spezial beschworen von deiner Hand beschworen werden, indem du genau 3 Finsternismonster in deinem Friedhof hast. Du kannst ein Finsternismonster von deinem Friedhof verbannen und dann eine Karte auf dem Spielfeld werden zerstört, das Gewalt ziehen. Gut. Also brauchst du ein Finsternis-Deck für den. Ja, ich hab ja ein paar Finsternis-Karten. Ja, hast du ja, ne? Ich hab. Der wäre auch was für mich. Aber der sieht so geil aus. Der sieht richtig heftig aus. Und guck, die sind noch mal ein bisschen. Bruder, guck, Alter. Guck mal, der sieht auch heftig rund eine Kamera aus, Digga. Oh. Wild, Bruder. Bro, wild. Ja, jetzt kenne ich den wieder. Ich kenne den. Boah, Digga, was für. Und die sind alles so clean, ne? Die sind richtig clean. Weil man in Magier. Die musst du direkt, wenn wir jetzt wirklich noch eine ziehen sollten, dann musst du die echt direkt in die Hülle greifen. Ja, ja. Bei meinem Magier-Mädchen, guck mal. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Sieht man nicht. Aber die hat da
Ich zeig's dir mal. Die hat da so ein paar Flecken drauf. Siehst du das? Ja. Das ist halt schon wertmindernd weiß. Ja, aber weiß, die zwei sind absolut clean. Makellos, Digga. Oh shit. Ah, heftig, 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 Bruder. Ach du Scheiße, ich dachte, du bist dran, ne? Ich bin dran, ja. Jo, also ich zieh mal gleich, ich mach jetzt mal hier so ein bisschen tricky tricky. Ich zieh einfach mal die drei. Dann probieren wir das mal aus. So. Heftig. 1000 Euro! 1000 Euro hast du damit schon drin, ne? Oder? Oder ist zumindest 800. 800, oder? 800 hast du drin. Heftig. Boah, echt krass, Digga. Neustart. So. Boah. Das sind drei Karten, die ich wollte. Okay, die wollte ich jetzt nicht unbedingt. Naja, aber nimmt man mit. Oder nicht haben. Nimmt man mit, so, ne? Ganz schnell, hier ist unser heißgeliebter Jin so. Und die Karte schon wieder. Okay, jetzt, jetzt finde ich sie doch nicht mehr so toll. Aber es geht weiter. Wahnsinn, Digga, was ist denn hier? Das habe ich nicht. Das habe ich nicht erwartet. Das ist kompletter Abriss und ich spüre, ich habe die Macht noch, da ist noch eine drinne. Da ist noch eine. Also ich glaub dir das sogar, Bruder. Ich glaub da an alles, dass da noch der Weiße drin ist oder was. Was ist das für ein. Achso, das ist. Der Ultra-Drache wäre auch schon sick. Ach, ist dies Ultra? Nee. Die habe ich schon gezogen, ne? Ja. Aber Ultra wäre es halt geiler, ne? Das ist echt geil, ja. Hügeldev. Was, wie heißt der nochmal? Hügeldev. Der gebunden. Ja, genau. Coole Karte. So. Gedankenkontrolle mal wieder. Jetzt bin ich glücklich, jetzt kannst du dann auch welche aufmachen, weißt du? Okay. Ja, ja, kann ich mal so einen Switch machen. Ne? Ja, okay. Aber später, mach mal später. Mach mal später. Okay, ja, bei mir ist wieder nichts. Die müssen ja auch weg, weißt du? Ja, klar, müssen die weg. Der Rat muss ja noch kommen, ne? Gut, aber es war ein geiles Opening. Guck dir nochmal die drei Highlights, zeig die drei Highlights nochmal. Zeig nochmal die drei Highlights. Der bewaffnete, finsterer bewaffneter Drache. Triggert immer so ein bisschen. Sieht man jetzt. So sieht man den. Oh, krank, Alter. Sieht so heftig aus. Er sieht so wild aus. Dann haben wir noch das dunkle Magiermädchen. Habe ich am Donnerstag gezogen, ist leider jetzt. Ja, das hat offscreen gezogen, aber. Offscreen. Habe ich nur 10 Packs geöffnet, nach dritten kam die, zu krank. Mhm. Und hier der Rotauge. Unser Highlight finde ich von uns beiden. Ja, definitiv. Der Rotauge in Ghost Rare. Er sieht zu wild aus. Ich habe ihn noch nie gesehen, das ist das erste Mal, dass ich ihn sehe. So seht ihr nicht. Das muss hier ein bisschen. Dann kommt er. Er kommt einfach, zu krank. Es war ein heftiges Opening. Ja, definitiv, Bruder. Es war heftig. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Wir würden uns definitiv darüber freuen. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Davis X. Woody. Haut rein. Ciao, ciao.